Ja, ein neues Interview auf Deutsch und wieder mit Annalisa Schmalz, die wir schon mal hatten, ungefähr vor einem halben Jahr, mit einer wahnsinnig spannenden Sendung. Das war über Innerwise, eine, wie sagt man denn da, eine Technik, die einem hilft, einiges loszulassen. Und es hat mich fasziniert damals und ich habe es ausprobiert und es hält noch immer an, das, was wir in der letzten Sitzung da gelöst haben. Aber heute wollen wir über was anderes sprechen, was vielleicht damit verbunden ist, aber nicht genau dasselbe. Ein Tool aus der großen Werkzeugkiste von Annalisa und das geht um die Quellenprinzipien. Wir haben schon in Gesprächsrunden ein bisschen drüber gesprochen, aber ich dachte, sie sollte noch mal die Gelegenheit haben, das richtig ausführlich zu beschreiben, was das damit auf sich hat. Jetzt erstmal bellen die Hunde, ich sitze draußen und wenn da was ist, dann schießen die los. Im Hintergrund kann man das sicher hören. Umso schneller musst du jetzt anfangen, irgendwas zu erzählen, dann kann ich mich stumm schalten. Erzähl was erstmal über dich und dann über die Quellenprinzipien. Dankeschön. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich neugieriger Mensch. Mich interessieren immer ganz verschiedene Themen. Und auf die Quellenprinzipien bin ich tatsächlich letztes Jahr im November, nein, schon ein bisschen vorher gestoßen, über das Buch, das kleine rote Buch über die Quelle von Stefan Merkelbach. Das hat mir ein Kollege empfohlen gehabt. Dann hatte ich es in eine kleine Gruppe eingebracht, diese Idee der Quellenprinzipien nur vom Buchlesen hier. Und Anfang November habe ich dann tatsächlich das Seminar auch besucht beim Stefan Merkelbach. Und ja, es fasziniert mich deswegen, weil es mir, glaube ich, einiges erklärt hat, warum manche Projekte schiefgehen und andere funktionieren. Ja, du hattest ja auch uns in der Frauengruppe erzählt, um welches Projekt das ging und wie du das gelöst hast, sagen wir mal, indem du diese Quellenprinzipien verstanden hast. Magst du darüber was erzählen? Und dann sprechen wir über die Prinzipien selber. Welches Projekt meinst du jetzt? Das, wo du Mitarbeiter, wo ihr gemeinsam was machen wolltet und du dann gesagt hast, nee, dann kann ich da nicht mitmachen. Kannst du dich erinnern? Also ich habe gerade zwei zur Auswahl in meinem Kopf. Ich stehe Achso, gerade nein, ein nimm bisschen irgendeins. im Nimm Schlauch. irgendeins. Also ich hatte mal ein Konzept geschrieben über regionales Wirtschaften und dann kam eine Frau auf mich zu und hat gemeint, wir könnten das ja als Genossenschaft in die Welt bringen oder überhaupt in die Welt bringen. Dann habe ich, also wir haben da zu dritt erstmal gestartet, dann wurde die Gruppe immer größer und wie ich jetzt verstanden habe, war ich tatsächlich globale Quelle dieses Unternehmens, Unterfangens, obwohl es gar nicht mein Ansinnen ursprünglich war, das in Realität umzusetzen. Ich hatte erstmal nur das Konzept geschrieben und war damit völlig zufrieden zunächst. Hab dann, als wir gestartet sind, war ich mit im Vorstand von der Genossenschaft und wir hatten echt ein Jahr lang so richtig Flying Team. Also es war unglaublich, zu dritt auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, jeder mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen und es hat sich einfach perfekt ergänzt. Also es war ein großes Vertrauen zwischen uns und wir hatten so das Gefühl, etwas Größeres entsteht und keiner muss etwas machen, was ihm nicht liegt oder was man nicht gerne machen mag. Und nach einem Jahr fing es so ein bisschen an zu bröseln. Und schließlich sind wir in eine ziemliche Krise geschlittert, nämlich als wir das erste Mal angefangen haben, in einem ganz, ganz kleinen Umfang Geld zu verdienen, sind wir gestolpert über einen Paragraphen, den wir nicht im Kopf hatten, dass es den gibt, der da sagt, dass man keine in sich Geschäfte machen darf. Also wenn man Geschäftsführer ist oder Vorstand ist, dann darf man keine Geschäfte mit sich als Privatmensch machen. Es sei denn, man schließt per Satzung diesen Paragraphen aus, dass man es eben doch darf. Und über diesen Umstand hat sich einer unserer Aufsichtsräte dermaßen in die Enge getrieben und sich selber mit einem Bein im Gefängnis gesehen, dass er da nicht genügend aufgepasst hat.
dass er enorme Schwierigkeiten gemacht hat, über die wir letztlich, also es gab noch mehr Punkte, aber das war ein wesentlicher Punkt, worüber wir gestolpert sind. Also wir haben ein Dreivierteljahr lang versucht, das zu integrieren. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, ich als Quelle hätte einfach dafür sorgen müssen, dass dieser Raum frei ist. Wir wollten ja experimentieren mit Wirtschaften. Und das Problem war auch längst gelöst. Nur weil ein Mensch so viel Angst hatte, dass er keinen weiteren Schritt mehr zulassen wollte, ist das ganze Ding stagniert. Und eigentlich hätte ich sagen müssen, komm, wenn du die Verantwortung nicht tragen willst oder kannst, ist völlig in Ordnung, aber dann tritt von deinem Posten zurück und lass uns weitergehen. Und das wäre tatsächlich meine Aufgabe als eine globale oder als die globale Quellperson dieses Unternehmens gewesen. Auch wenn ich im Vorstand bin und einem Aufsichtsrat nicht nahelegen kann zu gehen, ja. Also rein legal, rechtlich funktioniert das ja andersrum, hat der Aufsichtsrat die Kontrolle über den Vorstand. Aber als globale Quellperson bin ich, egal in welcher Position ich bin, verantwortlich für das Feld, was sich da aufgebaut hat. Und in dem Falle wusstest du aber noch nichts über die Quellenprinzipien Nein. und jetzt nicht über deine, sagen wir mal, Verantwortlichkeit, die du gehabt hättest in diesem Moment und auch die Aufgabe, die du gehabt hättest, weil du wahrscheinlich gedacht hast, du bist einer wie alle anderen und du musst dem seine Ich habe Aufgabe schon stellen. gespürt, dass ich eine besondere Verantwortung habe. Also es war tatsächlich auch vorher immer so, wenn wir irgendwo in der Schwierigkeiten waren, dann richteten sich alle Augen auf mich. Und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, wie das ist wie mein Baby. Also dieses Projekt ist wie mein Baby, um das ich mich kümmern muss. Nur ich war damals irgendwie noch so drauf, dass ich gedacht habe, ich müsste alles integrieren, also irgendwie lieb und nett sein. Und ich habe das dann auf dem Quellenseminar tatsächlich auch als Beispiel genommen und mal untersucht, was hat mich eigentlich daran gehindert. Also welche inneren oder äußeren Faktoren haben mich daran gehindert, meine Quellenfunktion an der Stelle auszuüben. Und ich habe dann zwei Dinge gefunden gehabt, nämlich einmal die Angst, mich lächerlich zu machen, die uralt ist, und die andere Angst, bestraft zu werden. Witzigerweise ging es ja auch gerade um das Thema Strafe. zwei Themen, die aus meiner Kindheit stammten und die mich total blockiert haben, einfach mal herzugehen und eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, stopp, so geht's nicht weiter. Und ich habe Kannst im du jetzt Nachhinein mal? festgestellt, als ich das integriert hatte nach diesem Quellenseminar, konnte ich in einer kleineren, harmlosen Situationen tatsächlich sofort merken, wenn jemand über meine rote Linie tappt und völlig unaufgeregt nur zu sagen, das mag ich nicht. Das hat in dem Fall völlig genügt. Aber früher war es immer so, dass ich sowas viel zu spät gemerkt habe und auch viel zu spät ist mir dann erst eingefallen, was ich hätte sagen können oder wie ich hätte reagieren können. Das läutet viele Glocken in meinen Ohren, in meiner eigenen Erfahrung. Aber jetzt erzähl doch mal, was es mit diesen Quellenprinzipien auf sich hat. Du sagst, du bist die Quelle. Du bist die Quelle in dem Fall von diesem Unternehmen, von dieser Dass es jetzt Idee. nicht mehr gibt, ja, das, also ich habe dann tatsächlich, bin dann irgendwann ausgeschieden aus dieser Genossenschaft oder nicht ausgeschieden, sondern habe meinen Posten abgegeben als Vorstand, weil ich vor lauter ehrenamtlicher Tätigkeit gar nicht dazu mehr kam, Geld zu verdienen und ich konnte mir ausrechnen, wie lange mein Polster noch reicht. Und meine damals engste Vertraute hat mir auch schwer zugeraten, einfach jetzt mal loszulassen, das können andere übernehmen. Und obwohl ich eigentlich gespürt habe, dass es die falschen zwei übernehmen oder zumindest einer federführend übernimmt das Vorstandsamt, der überhaupt nicht verstanden hat, was wir wollen mit dem Konzept, war ich einfach nur froh, dass es irgendjemand gibt, der das die Aufgabe übernehmen will. Und die zwei, die es übernommen haben, haben dann ein halbes Jahr später entschieden, dass sie es abwickeln, also die Genossenschaft schließen. Was sehr schade war. Und ich habe wirklich noch jahrelang irgendwie immer gedacht, boah, ich habe mein Baby im Stich gelassen. Ja, erzähl mal, was das mit diesem Baby auf sich hat. Also. Ja, gerne. Also. Entdeckt haben hat die Quellenprinzipien Peter John König. Das ist ein Engländer, der in Zürich lebt und als Unternehmensberater arbeitet. Und der hat oder gearbeitet hat. Er ist immer noch aktiv, aber jetzt schon, ich glaube, in den 80ern, ich weiß es gar nicht genau.
Und der hatte die sogenannte Geldarbeit entwickelt, Money Work. Und bei dieser Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig im Kopf habe, hat er die Quellenprinzipien entdeckt. Also es ist keine Erfindung, sondern mehr eine Entdeckung. Und ich würde sagen, eigentlich was sehr Systemisches. Ursprung ist eigentlich, also alles, was in die Welt kommt, egal ob das ein Baby ist, eine Beziehung ist, Partnerschaft, ein geplanter Urlaub, ein Verein, ein Unternehmen, was gegründet wird, alles, was wir Menschen in die Welt bringen, beginnt natürlich mit einer Idee. Irgendjemand hat mal eine Idee. Und wenn man die Idee aufgreift und nicht einfach, wie viele Ideen sie wieder fahren lässt als Fantasie, dann entwickelt man natürlich eine Vision dazu. Und wenn man es irgendwann in die Welt bringt, muss man auch ein erstes Risiko eingehen, einen ersten Schritt in Richtung Realisierung gehen. Und so ein Schritt ist in der Regel mit einem Risiko verbunden. Risiko kann heißen finanzielles Risiko, kann heißen, man riskiert seinen Ruf, seinen Job, eine Beziehung, ja, alles, sein Status. Oder dass es daneben geht, nicht? Oder auch, ja, genau. Also damit vielleicht dann auch den Ruf oder den Status. Boah, da hat man was angefangen und dann geht es in die Hose. Oder man halt riskiert einfach nur viel Zeit zu investieren. Genau. Also es ist immer mit einem Risiko verbunden. Und aber mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Risiko, was man eingeht, entsteht sowas wie ein Quellenfeld. So nennt es Peter König auch. Ein Das Feld. heißt, warte mal, die Quelle, die bist du, die die Idee hat und die das Risiko eingeht und die die Vision hat und dann tut sich um dich herum ein Feld aufbauen. Ja, also das ist wie auch ein, man kann sagen, wie ein feinstoffliches Feld. Also das sind jetzt meine Worte, so wie ein feinstoffliches Feld von diesem neuen Wesen, was da entsteht. Und man spürt, also wenn man die globale Quellenperson ist, also wenn das meine Idee ist, die ich da in die Welt bringe, dann habe ich auch ein Gespür dafür, wie sich das entwickeln sollte, was stimmig ist, was nicht stimmig ist. Und es ist meine ganz besondere Aufgabe, immer wieder zu erspüren, was ist denn der nächste Entwicklungsschritt von dieser Initiative. Ist auch dann meine Aufgabe zu spüren, welche Menschen brauche ich noch für dieses Projekt, also oder auch Menschen, die da mitmachen wollen, wer passt und wer passt nicht. Also so wie vorhin, wie ich gespürt habe, eigentlich passt es nicht mehr, nicht den Mut hatte, jemanden dann rauszunehmen aus dem Feld. Das gehört alles mit dazu. Also eigentlich ist genau, also so, dass wenn man globale Quellenperson ist, ist man für alles verantwortlich, was in diesem Feld passiert. Das heißt nicht, dass man alles selber macht, aber wenn man merkt, es läuft nicht mehr stimmig, dann ist man gefordert einzugreifen. Solange alles gut läuft, muss man nichts machen. Man hat aber diesen Draht, dieses Gespür, es ist stimmig oder es ist nicht stimmig. Was ich toll finde, ich lerne ja gerade auch daraus, dass man daraus sozusagen die Autorisierung kriegt, einzugreifen und nicht sagt, ach nee, und warte mal noch ein bisschen und ach ja, vielleicht täuschte dich ja und vielleicht macht der andere dann doch noch und irgendwie so dieses ganze Geplauder, was man sonst im Kopf hat. Dann sagt man, nee, ich habe jetzt die Verantwortung und ich merke, das geht nicht und ich bin die Quellperson, Ja. also entscheide ich. Es kann zwar angesehen werden, als wärst du ein Diktator, möglich, es kommt ja auch darauf an, wie du es machst, aber du hast die Berechtigung, nicht nur die Berechtigung, sondern sogar die Aufgabe, im Dienste des Projekts praktisch einzugreifen Ja. und zu regeln, was nicht funktioniert. Ja. Also man ist tatsächlich eher wie so eine Art Verwalter, wobei das kein gutes Wort ist. Also letztlich ist man nicht, also man arbeitet praktisch im Dienste des Projekts, so wie du es vorher auch gerade ausgedrückt hast. In dem Moment, wo mein Ego durchschlägt und meint, alles selber machen zu müssen und genau klein klein vorzugeben, was jetzt zu passieren hat und was nicht, bin ich nicht mehr im Dienste des Projekts, sondern habe das mir, ja, wie soll man sagen, despotisch unter den Nagel gerissen. Und die Menschen, die mitmachen, spüren genau, ob ich aus dem Dienst arbeite, wirke oder ob ich das verloren habe.
Das ist ein sehr Deswegen guter sage ich, es Punkt. scheint was Systemisches zu sein, weil selbst in Projekten, wo man nicht weiß, wer globale Quelle ist, kann man beobachten, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wen schauen die Menschen an, die im Projekt sind. Auf den sie gucken, das ist globale Quelle. Von dem erhoffen sie sich eine Antwort. Spannend, spannend, spannend. Ich will ja hier auch was aufbauen, ein Projekt. Und insofern ist mir das sehr, sehr, sehr interessant zu erfahren, dass ich wirklich dann den Mut haben muss, dazu zu stehen und nicht so Larifari, wie ich das bislang gemacht habe. Ja, vielleicht kommt mal der Richtige, vielleicht kommt mal und so, vielleicht machen die mal und hin und her, sondern nee. Und damit kann ich mich ja ganz anders positionieren. Ne? Gut, und mir Genau. geht es nicht um den Ort und mir geht es nicht um, dass ich das alles so gemacht wird, wie ich das unbedingt will. Kann man ja aushandeln, wie der eine oder andere das macht. Aber ich liebe ja eigentlich selbstständige Menschen. Genau, und das ist eben auch ein Thema von den Quellenprinzipien. Also die Menschen, die man sich als Subquellen ins Projekt holt. Also es gibt Subquellen und es gibt auch Helfer, habe ich gelernt. Helfer werden einfach bezahlt für ihren Job, machen eine bestimmte Tätigkeit, haben aber keinerlei Verantwortung für das, also nur für ihre Tätigkeit, aber nicht für das Projekt oder einen Teilbereich des Projekts. Und Subquellen haben tatsächlich eine Verantwortung für einen Teilbereich des Projekts. Und die sucht man sich als globale Quelle eben sehr sorgfältig aus, weil man denen wirklich einen Bereich anvertraut, in dem sie dann vollkommen selbstständig wirken. Wichtig ist, dass die praktisch die Werte teilen, mit denen ich das Projekt gestartet habe. Also die Werte und die Vision genau genommen. Also die Idee ist praktisch, dass jemand, der als Subquelle ins Projekt kommt, einen Teil, also seine Idee vom Leben praktisch mit verwirklichen kann, dadurch, dass er da als Subquelle mitwirkt. Aber wenn, und es funktioniert nur, wenn volles Vertrauen da ist. Das heißt aber auch, wenn dieser Mensch die Werte teilt, mit denen das ganze Projekt gestartet ist. Werte sind jetzt in dem Fall nicht irgendwelche, also wir haben ganz viele Werte, aber es geht um die Werte, die praktisch die Begründung dafür darstellen, weswegen ein Projekt überhaupt gestartet ist. Was war mir so wichtig, dass ich etwas ins Leben gebracht habe? Und diese Werte, diese grundlegenden Startwerte sozusagen, die gilt es zu respektieren. Die werden sich auch nie verändern im Laufe eines Projekts. Man kann das Projekt dann schließen, wenn man das Gefühl hat, es ist fertig. Man kann aber nicht einfach die Werte ändern, sagt Peter König. Er hat das noch nie erlebt. Selbst bei Organisationen, die mehr als 1000 Jahre alt sind, sind es immer noch die ursprünglichen Werte, die da wirken. Ich habe es gerade, bin dabei, Dokumentarfilme über Geheimgesellschaften zu sehen, die ja auch über Jahrtausende offensichtlich die gleichen Werte haben. Das fällt mir Ja. gerade auf. Und die sich auch nicht ändern, sondern immer noch dem gleichen hinterher sind. Spannend. Naja, ich weiß nicht, ob mein Projekt und meine Werte sich 1000 Jahre halten. Wahrscheinlich eher nicht. Reicht ja 20 oder 30. Also an der Tatsache, dass eine Organisation über 1000 Jahre existiert und immer noch die gleichen Werte hat, zeigt sich oder kann man ja leicht erkennen, dass Quellenfunktionen auch übergeben werden müssen. Also, Ja. wenn man selber sich zurückziehen will oder nicht mehr weiterführen kann, das Projekt, dann gilt es eben, jemanden zu finden, der die Quellenfunktion übernimmt, also die globale Quelle übernimmt für ein Projekt. Und diesen Menschen gilt es natürlich auch sehr sorgfältig auszusuchen, weil der natürlich die Werte verkörpern oder ja, pflegen muss und auch die Vision weiter pflegen muss. Und zusätzlich eben auch die Verantwortung fürs Gesamtprojekt wirklich übernehmen muss. Also es muss jemand sein, der dazu fähig ist und willens ist, das zu übernehmen in der Form. Das heißt nicht, dass er bis aufs Jota alles identisch macht wie der Vorgänger, gar nicht. Aber er muss diesen Sinn praktisch spüren, diesen Ursprungsimpuls und dem auch folgen wollen. Genau, das müsste praktisch sich mit seinen Werten decken, nicht? Ja. Und das ist ja dann doch nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt gerade gedacht an meinen Bruder, der eine riesige
Anwaltskanzlei hat und die auch langsam gerne übergeben möchte, aber er findet niemanden, der das übernehmen möchte, diese ganze Verantwortung übernehmen möchte. Also ist dann auch schwierig, wenn du so schön sagst, sich jemanden aussuchen, wenn sich gar keiner anbietet. Ja. Um Oft ist weiter es zu ja so, führen. dass die Nachfolger praktisch im Unternehmen auch groß sind, groß werden oder zumindest ein paar Jahre dabei sind und nicht so hoppla hopp von außen reinkommen, sondern wirklich auch praktisch die Unternehmenskultur spüren können, inhalieren, würde ich fast sagen, ja. Also das da wirklich reinwachsen und dann, wenn der richtige Moment gekommen ist und richtig heißt, in vollkommener Freiheit und in vollkommenem Vertrauen von beiden Seiten, übergibt die bisherige globale Quelle praktisch den Stab, den Staffelstab an die neue globale Quelle. Und ob es funktioniert hat oder nicht, kann man wohl daran erkennen, dass die Intuition ab dem Moment bei der neuen globalen Quelle ankommen und nicht mehr bei der alten. Also ein Beispiel, das uns der Stefan Merkelbach erzählt hat, bei seiner Firma Ordinata, die hat er zusammen mit einer Frau gegründet. Er ist globale Quelle und diese andere Frau, deren Namen ich gar nicht weiß, ist eben spezifische Quelle, also Subquelle dieser Firma, die erste Subquelle gewesen. Und die kam eines Tages zu ihm und hat gesagt, du Stefan, du hast so viel um die Ohren, magst du nicht, kannst du dir vorstellen, mir vielleicht den Finanzbereich zu übergeben? Ich könnte mir vorstellen, den zu übernehmen. Und er war total begeistert und er sagt, es war ein Freitag, er hat gleich alle Unterlagen ihr übergeben und sie haben vereinbart, ab jetzt ist sie für die Finanzen zuständig. Und er sagte, am Montag früh kam sie und hat gesagt, du, ich habe das ganze Wochenende über die Finanzen nachgedacht und ich habe da eine Idee, so und so und so, kannst du dir das vorstellen? Weil er war ja nach wie vor globale Quelle, also es muss immer ins, also sie wollte es mit ihm besprechen. Und er sagt, wunderbar, die Übergabe hat funktioniert, ich habe das ganze Wochenende keinen einzigen Gedanken über Finanzen nachgedacht. Also diese Intuition und der Drang auch, da Lösungen zu finden, war dann wirklich bei ihr und nicht mehr bei ihm. Solange da noch irgendwie ein Zweifel ist oder man nicht wirklich loslassen kann, hat die Übergabe nicht geklappt. Also selbst wenn die globale Quelle glaubt, dass sie übergeben hat, wenn es die neue Quelle nicht annimmt, landen trotzdem die Intuitionen noch bei der bisherigen Quelle. Und vor allen Dingen, die Leute gucken noch auf den und nicht auf die Ja, neue. ja. Das ist spannend. Ich denke, da könnten sich so einige Problemchen, die es so gibt, könnten sich lösen, wenn man darüber Bescheid wüsste, nicht? Ich denke auch, Also ja. Zuständigkeitsfragen und sonstig. Aber ich wollte noch sagen, früher hat man das einfach vom Vater auf den Sohn oder Mutter auf Tochter oder sonst irgendwie übertragen. Und da war das mit dem bekannt schon sein und da drin sein im Geschäft, ne, war ja so war gegeben, das Vertrauen war gegeben. Und da war es ganz natürlich, da musste man sich keine Gedanken machen. Jetzt, wenn man mit anderen Menschen zusammen das macht, ich meine, selbst die Familie könnte sich bescheißen, so geht's, so ist es nicht, aber ist trotzdem eine andere Basis als heute, wo das eigentlich seltener ist, nicht? Dass es übergeben wird von den Eltern auf die Kinder. Und selbst da klappt es oft nicht, wenn die Kinder eigentlich gar kein wirkliches Interesse haben, das Unternehmen weiterzuführen, sondern eigentlich eigene Interessen verfolgen wollen, dann klappt eine Übergabe nicht. Ja, spannend. Was gibt es dann noch so für Dinge, die aus diesem Prinzip heraus beachtenswert sind, wenn jemand ein Projekt aufstellt? Also es gibt drei sogenannte Quellenkrankheiten. Die eine Krankheit ist, dass die globale Quelle sich gar nicht dessen bewusst ist, dass sie Quelle ist. Das einfach komplett ignoriert. Da hab ich zwar was Ah. ins Leben gebracht, aber Ja, das war groß und da echt ist weich, noch. das kann ich mich gar nicht. Mein Beitrag habe ich geleistet, jetzt sollen andere das machen. So, zum Beispiel. Dann gibt es die Krankheit des Despoten, die hatten wir schon. Also ich reiß egomäßig alles an mich oder auch jemand in der Organisation meint, er weiß es besser. Und also das ist das klassische Bild vom schlechten Chef, den wir alle irgendwie vor Augen haben.
der einem jede Kleinigkeit vorschreibt und überhaupt keinen Freiraum mehr lässt. Und es wird genau so gemacht, wie er sich das vorstellt. Und wie, es gibt irgendeine Abweichung. Das ist Despotismus. Das ist eine Verwechslung, weil dann ist er, dieser Mensch eben nicht mehr im Dienst dieser Initiative, sondern meint, alles kontrollieren zu müssen. Das ist das, ja, genau das Gegenteil, würde ich mal sagen, von ich bin, oder nein, stimmt nicht. Die dritte Krankheit ist, eine zu weiche Quelle zu sein. Also das war ich zum Beispiel in dem Fall, wo ich nicht durchgegriffen habe, keine rote Linie gezogen habe, sondern irgendwie, ja, es wird sich schon wieder einrenken und wir müssen doch uns alle irgendwie lieb haben und alles integrieren, was da ist und so weiter. Zu weich und nicht, habe das Quellenfeld nicht sauber gehalten, was dann auch dazu geführt hat, dass andere Menschen abspringen, weil sie sagen, nee, ich fühle mich da gar nicht mehr wohl. Ja. Ja, oder sich vielleicht ungut einbringen, mit ihren Ego-Dingern Genau, einbringen. oder es kommt dann plötzlich einer, der eben despotisch übernimmt und sagt, naja, die Quelle ist zu schwach, ich weiß, wo es lang geht, wir machen das so und so. Genau. Ja. Also es sind praktisch die zu weiche Quelle und die zu harte Quelle sind wie die Gegenpole, die Gegensätze. Und damit man überhaupt sich bewusst zu werden, dass man Quelle ist, ist überhaupt die Voraussetzung. Also solange ich mir nicht bewusst bin, dass ich Quelle bin, bin ich weder zu weich noch zu despotisch, sondern einfach nicht vorhanden. Ja, oder wie soll ich sagen, irgendwie völlig unklare Strukturen, völlig unklar, was das so läuft. Es läuft mal ein bisschen hier, ein bisschen so, ein bisschen Ja. mal der eine, mal der andere und dann gibt es Streiereien und ja. Also ich habe eben mal gefragt gehabt, wegen einem anderen Projekt, wo ich gesagt habe, irgendwie haben wir ständig Konflikte und Reibereien und ich habe das Gefühl, es gibt so viel Energieverlust in einem ehrenamtlichen Projekt. Und die Antwort war, ja, dann ist die Quelle unklar. Also es kann sein, dass die Quellperson sich selber unklar ist oder dass es, in dem Fall war es eher so wie, es gibt zwei Quellen und scheinbar zwei Quellen, die aber unterschiedliche Richtungen verfolgen. Und es war nie ganz klar, wer in welche Richtung geht es jetzt oder wie verbindet man die beiden Richtungen. Also das war das Projekt, das war die ganze Zeit wie zwiegespalten. Es gab immer zwei Teile, die sich gegenseitig nicht besonders gut leiden konnten. Oder eben, Ja. es ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber es gab immer wieder Reibereien. Ist jetzt der Schwerpunkt da oder ist er da? Und ja, Ja, das unklare Quelle. macht komplett Sinn, wenn das nicht klar ist und zwei praktisch ja dann, obwohl sie es vielleicht nicht wollen, aber gegeneinander arbeiten, wenn sie nicht parallel ab, also Na, oder die zwei gleich. haben, glaube ich, gar nicht so sehr gegeneinander gearbeitet, aber sie hatten einfach unterschiedliche Werte, unterschiedliche Visionen und die standen wie gleichberechtigt nebeneinander. Und alle im Team hatten irgendwie das Gefühl, sich positionieren zu müssen. In der einen Stelle und hinter dem anderen oder wie? Ja, Okay. genau. Das hat dann gespalten. Genau, wir hatten ständig diese Spaltung. Und als ich über die Quellenprinzipien, als ich davon erfahren hatte und mich mehr damit beschäftigt habe, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nur noch in Quellenfeldern arbeiten, wo diese Klarheit herrscht und wo auch eine starke Quelle da ist. Und natürlich, es muss mit meinen Werten übereinstimmen, sonst geht es nicht. Also ich hatte auch schon mal in einem Feld mitgearbeitet, wo ich dann letztlich nach einem Jahr Ringen, also ich war da insgesamt 4,5 Jahre dabei, aber das letzte Jahr war ein ziemliches Ringen. Und dann bin ich, ja, ich kann sagen, im hohen Bogen rausgeflogen. Und ich habe lange damit gehadert, weil ich war da sehr tief drin und auch sehr, sehr verbunden. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, ja klar, ich habe quasi an der globalen Quelle gekratzt. Also diese globale Quelle hatte Werte nach außen propagiert, die nach innen nicht gelebt wurden. Und ich habe das, was geschrieben stand, ernst genommen, und wollte das unbedingt in diese Richtung bewegen. Aber das steht mir nicht zu. Als globale Quelle, ich kann dann als Subquelle kann ich nur sagen, okay, das sind nicht mehr meine Werte, ich gehe raus. Ich kann Okay. nicht sagen, also ich kann der globalen Quelle schon Feedback geben, natürlich.
aber ich kann nicht sagen, hallo, du musst es so und so machen. Oder was bei mir da passiert ist, irgendwie mir einzubilden, ich wäre die bessere globale Quelle dafür. Das ist letztlich auch eine Form von Despotismus. Ja, und du hast es aber nicht übergeben bekommen, sondern du hast Nein. praktisch darum gerungen, was aber in so einem Setting nicht, na legal sowieso nicht, aber nicht vorgesehen ist, sagen wir es mal Ja, so. nee, es Nicht, funktioniert einfach nicht. Also egal, wie ethisch oder unethisch die globale Quelle handelt, also auch eine Bankräubergang hat eine globale Quelle, würde ich mal sagen, sind halt komplett andere Werte. Aber wenn ich kann nur dann ganzen Herzens mitmachen, wenn meine Werte da wirklich verkörpert sind. Und in dem Moment, wo ich merke, das sind sie nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, muss ich mich als, wenn ich Subquelle bin, entfernen. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass du dich dann nicht unbedingt an das Geschriebene, was ihr vereinbart habt, richten kannst, sondern nach dem, was du erlebst, an den Taten der Quellperson und nicht an Ja. den irgendwann mal festgelegten Wörtern, Ja, genau. die man so versucht, wie eine Bibel zu leben, aber die dann Ja. eigentlich müssten die dann geändert werden. Geht das, dass man die Wörter ändert? Also die Werte von einer Initiative ändern sich nie. Die bleiben. Die Aber wenn die Vision. Quelle sich geändert hat, also im inneren Verhalten und so weiter, wie ist das dann? Also nach der Beobachtung von Peter König ist es so, dass sich die Werte tatsächlich nie ändern. Die Quellenperson ist immer gefordert, an ihren Schattenseiten auch und an ihren Schwächen zu arbeiten. Also das ist die Herausforderung für, man kann sagen, auch spirituelles Wachstum. Also Quellenprinzipien sind eigentlich was ziemlich Spirituelles, würde ich mal sagen. Also den Geist oder den Geist einer Initiative wirklich auf den Boden zu bringen, konkret zu gründen, konkret was zu leben. Und natürlich stößt man dabei auch an die eigenen Grenzen und stößt auf die eigenen Schwächen, die eigenen Projektionen auch. Also da hat der Peter König das nennt er Peter König System, eine Art Schattenarbeit, also Projektionsarbeit entwickelt, wo man eben schauen kann, was für Projektionen habe ich? Also was habe ich nach außen? Was sehe ich im Außen, was ich scheinbar nicht selber bin? So würde ich es mal formulieren als Erklärung, was eine Projektion ist. Da draußen laufen die ganzen Betrüger rum. Ich bin noch kein Betrüger, zum Beispiel. Ja, und solche Dinge gilt es zurückzuholen und zu sehen, wo ich selber auch betrüge. Ohne das jetzt zu verurteilen, sondern um, wenn es Bedarf ist, das bewusst einsetzen zu können. Dieses, was vorher Schattenseite ist, unbewusst ist, bewusst einsetzen zu können und bewusst bleiben lassen zu können. Weil in dem Moment, wo es mir nicht bewusst ist, betrüge ich entweder ohne es zu merken oder andere betrügen mich ständig, begegnet mir immer im Außen oder ich betrüge mich einfach selber. Genau. Das wäre auch das, was ich da fragen wollte, wenn man sich am Anfang dann so ein Projekt gemacht hat, aber es war es mit den Werten, die aufgestellt, aber vielleicht waren es die gar nicht die eigenen, das war bloß eine Illusion. Und muss man dann das abgeben? Wenn man merkt, eigentlich vertrete ich das ja gar nicht, eigentlich das hätte ich nur gern gehabt, aber das bin ich ja gar nicht, wenn ich mich dann anders verhalte, als es anfänglich so aussah. Keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, es abzugeben. Also ich denke gerade an meine erste Ehe zurück. Da hatte ich tatsächlich eine Vorstellung, die nicht überhaupt gar nicht der Realität entsprochen hat und sich auch nicht in Realität hätte umsetzen lassen. Und in dem Fall war die richtige Entscheidung, es einfach zu beenden. Ja, das kann ich mir so vorstellen. Und wenn mehrere Leute beteiligt sind, die dann wirklich Subquellen sind, dass man einfach denen übergeben kann, wenn die Wenn es hinter den tatsächlich, also Peter König hat den mal gefragt wegen den Werten, weil ich eben auch so das Gefühl hatte, ja, man legt die irgendwie fest und dann stimmen sie vielleicht nicht mehr. Und er sagte aber, es geht um die Werte, die die Begründung dafür liefern, dass es die Initiative überhaupt gibt. Also was war dir so wichtig, dass du das ins Leben gerufen hast?
Und das, die Werte, die da dahinter stehen, um die geht's. Genau. Wenn ich dann es auf mich zurückgehe, für mich ist die Hauptwerte, also diese Schönheit der Natur zu erhalten und zu pflegen und auch Haus und diese ganzen Sachen so drumherum, das alles zu erhalten und zu entwickeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber das ist mir eine gedachte Idee, zu lernen, wie man gut miteinander hinkommen kann. Also durch Konfliktlösung und so, diese ganzen Wachstumsprozesse. Das ist, zum Teil habe ich es ja schon erlebt, auch hier, aber das wäre die Herausforderung. Und insofern, in dem Fall kann ich, das ist wie ein anderer Wert auf einer anderen Ebene. Der Grundwert ist so dieses, ach, das ist einfach so schön, das soll erhalten bleiben, auf jeden Fall. Und auch die Verpflichtung gegenüber der Natur. Und das andere ist mehr was. Ja, das wäre toll, wenn wir das hinkriegen könnten, ja? Also der Grundwert, der darunter ist, was wäre denn das für einer? Der Glauben in die Menschheit und der Glauben in die Fähigkeit, miteinander in Frieden und Liebe, was nicht unbedingt Liebe, so wie Ehe und so ein Kram ist, sondern liebevoll miteinander sein, leben kann, ohne deswegen Konflikte unter dem Tisch zu machen. Also, dass man, kann man das nennen, vollständig leben kann, gemeinsam. Aber eben, mir kommt das Wort Ego befreit, also ohne dass das Ego ständig die Macht übernimmt, sondern dass man wirklich kooperativ versucht, eine Lebensform zu finden, die für jeden, der sich darauf einlässt, bereichernd sein kann. Aber ich sehe das jetzt mit deinen Ausführungen, dass es zwei verschiedene Ebenen von Werten sind. Dass der letztere ist mehr mit so Vorstellungen von psychologischer Arbeit und spiritueller Arbeit und Dingsbums verbunden, ja. Während Naja, also die Frage wäre ja, wenn du sagst, das Haus und die Natur zu erhalten, wem oder was will das Haus und dieser Platz dienen? ja, okay. Ich hatte Leer seitdem. stehen will es ja auch nicht, schätze ich mal, dass nur der Gärtner es pflegt und das Dach instand gehalten wird. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Sinn von dem Ganzen. Das ist der Nebeneffekt, aber es ist nicht, dass es jetzt irgendwie getüttelt werden muss. Nee. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, ich habe seit ewig, als ich dann mein ganzes verdiente Geld da reingesteckt habe und so, habe ich immer gedacht, warum machst du das eigentlich? Du brauchst das so ein riesiges Haus nicht. Ne? Und ich habe es immer weiter gemacht. Und da muss irgendwas drunter stecken, eben so ein Ziel, nicht? Dass man die Möglichkeit hat, dann sowas zu erforschen, gemeinsam zu erforschen. Denn ich allein bewohne ja vielleicht ein Viertel, ein Fünftel oder von den ganzen Flächen hier oder vielleicht noch weniger. Ne, brauche ich ja alles nicht. Platz. Schön, den Platz zu haben, aber man muss ja auch immer wieder sauber machen und sowas. Also das ist durchaus nicht das, warum ich dieses Haus so aufgebaut habe, sondern weil es das Potenzial hat für dieses andere Projekt. Also mir Ja. kommt gerade noch eine Frage, die es vielleicht interessant wäre, der nachzugehen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Holzweg bin oder nicht, aber das Haus hat ja schon bestanden oder zumindest ein Teil davon, als du es gekauft hast, Teil oder? davon, ja, Ja. ein Teil. Und die Frage wäre praktisch, was war denn die ursprüngliche Intention dieses Geländes und dieses Hauses, bevor du es gekauft hast? Vielleicht spielt es noch mit einer Rolle. Vielleicht bist du da reingeschlüpft in, also du hast quasi auch eine Quellenfunktion schon übernommen, die schon da war, weil das Gelände hat es ja schon gegeben mit dem Haus. Also es sind zwei. Das ursprüngliche Haus war das Haus von Landarbeitern, die hier, das war ein groß, es gehörte alles einem, so unten drunter und alles. Und da haben Leute gewohnt, die das Land bestellt haben. Und als ich es übernommen hatte, da waren schon Leute da, die es als Ferienhaus ausgebaut haben. So diese Struktur, die hier ist, ist zum Beispiel von denen gebaut worden. Und da waren überall Flachdächer gewesen und irgendwie so ein bisschen einen anderen Charakter.
hingegeben habe. Und mir kam gerade die Idee, dass ich das vielleicht verbinde. Das Landwirtschaftliche und das, also Landbearbeitung im weiteren Sinne und dessen des Genießens an so einem Ort zu sein. Das könnte sein, dass das Ja, die Landarbeiter haben ja auch miteinander gearbeitet, also oder sie haben dem Anwesen gedient von dem Großgrundbesitzer oder ja, von dem Großgrundbesitzer. Deren Haus war ziemlich klein, ja. Steckt in dem Haus da drüben drin. okay. Und das ist da immer wieder was dazu gebaut und so. Aber das ist spannend, sich das mal zu überlegen. Ich habe viele Leute getroffen, wenn ich denen erzählte, dass ich hier wohne. Ah, da habe ich auch mal gewohnt. Mindestens 3 oder 4 Leute haben das gesagt, weil das immer zeitweise dann die Behausung war von einer Familie, die Landarbeiter war, ne? Und früher haben sie ja dann da unten auf dem Abhang, haben sie ja noch mit Kühen geackert und lauter solche Sachen. Es war sicher schwierige Arbeit, so. Ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt da weiterkommen, aber spannend ist es schon, sich zu überlegen, was steckt da eigentlich drin an Aufgabe und worin habe ich mich da gesetzt, in welches Nest, sagen wir mal. Ja, es könnte tatsächlich hilfreich sein, da nochmal auf die Spuren zurückzugehen. Das wäre dann praktisch wie eine globale Quelle, die zum Beispiel auch gar nicht weiß oder dass sie globale Quelle ist oder es nicht mehr weitermachen will, lässt wie die Fackel fallen. Und dann kommt irgendwann vielleicht jemand und nimmt die Fackel auf und belebt das Ganze wieder. Aber ich denke, die ursprünglichen Werte und das ursprüngliche feinstoffliche Quellenfeld sind ja immer noch da. Und da sind immer noch die gleichen Intuitionen. Also der intuitive Kanal, den die globale Quelle hat, wird praktisch davon gespeist. Und von daher bist du vielleicht tatsächlich in einen Dienst eingetreten, ohne es genau zu wissen, der für ein Feld, das schon da war. Und deswegen auch dieser starke Impuls, die Landschaft zu erhalten, die Schönheit zu erhalten, eine Gemeinschaft zu bilden, die gemeinsam etwas in die Welt bringt oder ein authentisches Miteinander erleben kann. Was übrigens in jedem Quellenfeld die Forderung ist. Also jeder, der als Quelle, auch als Subquelle in einem Feld ist, ist wirklich gefordert, sich die Schwächen und Schattenseiten, die eigenen anzuschauen. Ja, Nicht. da sind wir ja mittlerweile einigermaßen geübt drin. Jedenfalls nicht mehr fürchterlich überrascht, wenn wieder was Neues auftaucht. Ja, genau. Und die Ja. Bereitschaft, das wirklich zu tun, auch dann, wenn es anstrengend wird oder sich alles in einem sträubt, trotzdem hinzuschauen, ich denke, das ist unverzichtbar. Ja, das ist zum Beispiel, da kann ich sagen, dass es bei mir ganz stark gegeben ist, zum Beispiel jeden Tag aufstehen, dann im Sommer, wenn gegossen werden muss, vielleicht überlege ich mir noch Systeme, aber so stehe ich dann halt immer um 5, 6 auf und gieße, ja, wenn es richtig Sommer ist. Und auch wenn ich keine Lust habe, kommt raus, Blumen gießen oder Gemüsegarten gießen. Wenn du es einmal nicht machst, dann ist es hinüber, wenn große Hitze ist und so. Ne? Also das bringe ich schon, dass ich da das nicht einfach alles fallen lasse. Ne? Oder Tiere, sich um Tiere kümmern, um die Tiere kümmern, denen Essen geben und so. Wenn mal einer fehlt, eine Katze oder so, und dann denke ich, ach, wo ist die bloß? Und dann irgendwann fällt mir ein, und vielleicht miaut es ja dann auch aus irgendeiner geschlossenen Tür raus und so, nicht? Also diese Sachen, die sind ohne Diskussion, die sind einfach zu machen, auch wenn du nicht rauchen kannst, ja? So. Andere Sachen lässt du dann vielleicht. Aber da kann man es auch, aus solchen Sachen kann man auch schließen, was eigentlich die eigenen Werte sind, nicht? Ich denke, Was ja. mache ich trotz allen Widernissen? Und was kann ich da mal laufen lassen? Spannend. Ja, Annalisa, das hilft wieder mir weiter und ich hoffe auch den Menschen, die das dann angucken werden. Hast du noch was, eine Ergänzung dazu?
Ich habe einfach nur gemerkt, es macht total Spaß, als Quelle zu wirken und sich dessen auch ganz bewusst zu sein, dass man Quelle ist. Das ist eine Form von selbstständigem Handeln, die jetzt eben nicht sagt, ich muss dann alles immer alleine kämpfen. Ich kann mich mit anderen zusammentun, aber in diesem Bewusstsein, ich bin Quelle für ein bestimmtes Feld mit einer bestimmten Verantwortung und dass das Freude macht. Also das ist nicht, nein, ich will es positiv ausdrücken. Es macht einfach Freude und man sieht, dass was Größeres Ganzes entsteht, indem man zusammenwirkt. Das ist schön und das ist ja eigentlich eine Erfahrung, die wir besser im Leben machen sollten als das, oh Gott, und jetzt schon wieder, nicht? Diese Sachen. Ja gut, dann hoffe ich, dass das, was du jetzt ins Außenfeld gegeben hast, dass das seine Wirkung hat. Und ich danke dir. Gerne, danke. Tschüss. Ciao.